Cold! Du siehst, das Gebiss fliegt einfach Cold raus. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute mal wieder eine Animation an. Ihr habt die letzte Jahr gefeiert, wo wir uns Baby Brawler angeschaut haben. Und heute schauen wir uns mal das Gegenteil an. Und zwar Brawler als Opa und Oma. Das wird richtig lustig. Deswegen, ihr könnt gerne mal dafür einen Like da lassen. Dann sehe ich nämlich auch, dass ihr mehr sehen möchtet, Leute. Alle mal mitmachen und einen Like da lassen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, um wie viel Uhr ihr dieses Video schaut. Man sieht, es ist bei mir nämlich 7.28 Uhr morgens. Ja, das Video soll um 8 Uhr online kommen. Mal schauen, schreibt es in die Kommentare und checkt auch sehr gerne mal meinen Partner aus, und zwar Frag Energy. Die Jungs stellen Gaming Booster her, beispielsweise hier schön in der Geschmacksrichtung Orange. Dann ist man beim Zocken konzentrierter. Ich gönne mir heute auch den Shake, wie man sehen kann. Deshalb, wenn ihr Bock habt, erster Link in der Beschreibung, einfach abchecken, Frag Energy. Und ja, schmeckt auf jeden Fall lecker. Ab geht die Post, Leute. Wir sind heute mal in der Brawl Ball Arena, also zumindest am Anfang. Und das ist mega cool gemacht. Das ist auch ultra. Leon, Frank und Daryl spielen gegen... jetzt habe ich das andere Team nicht gesehen. Aber es geht auf jeden Fall los. So, Crow, Spike und Jean. Genie. So, und da ist Frank. Okay. Alter, der wurde jetzt zerschmettert, ne? Und das 0 zu 1. Jungs, so kann das hier nicht weitergehen. 8-Bit als Schiri am Start. So, Crow. Alter, Crow rastet jetzt richtig aus. Rennt durch die ganzen Brawler durch. Alter, der hat den so durch die Beine zerstört. Und? Ah, ein Foul. Leon! Was soll das? Leon, Mensch. Freistoß. Jetzt bin ich gespannt. Freistoß. Crow CR7 als Trikot, ne, Cristiano Ronaldo 7. Oh, wird er treffen, wird er nicht treffen, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Oben links und... Da schießt ja meine Oma besser. Was war das denn für ein Schuss? Hauptsache, der hat hier so eine, wie man das mal, Boiler am Kopf. Naja, gut. 8-Bit ist jetzt, Instant Replay. Der spielt jetzt hier so eine Wiederholung ab. Jetzt kommt's. LOL! Der ist durchgegangen! Hä? Warte mal. Ach, und der ist rausgeflogen! Hä? Was war das denn? Was zur Hölle war das denn? Alles klar! So, Brawl Stars im Jahre 2090. Da sehen wir schon den Boxer. Ganz, ganz überanstrengend. Langsam hat er auch keinen Bock mehr, die doofen Kisten zu zerschlagen, ne? Okay. Und der Opa Brock. Alter, das sieht so lustig aus, ne? Okay, jetzt schießt er. Jetzt bin ich. Haut ihn kaputt. Ist ein Bein. Wie sieht denn Spike aus? Dem sind die Haare rausgefallen. Schaut euch das mal oben an. Und Crow. Ja, wahrscheinlich Crow. Crow. Alter. Das ist ja. Und die schlafen einfach ein, während die kämpfen. Was ist das denn? Oh mein Gott, sowas wünscht man sich auch als Gegner. Und mit dem Stock. Was geht hier ab, Leute? Was geht hier ab? Okay. Wo sind die anderen Opa-Brawler? Hä? Time for trouble. Jetzt kommt's. Cold? Cold! Du siehst, das Gebiss fliegt einfach Cold raus. Und er ist der Einzige, also Jean ist der Einzige, der noch normal geblieben ist. Wahrscheinlich, weil er sich das irgendwie gewünscht hat, dass der jünger ist. Keine Ahnung, wäre jetzt so meine Vermutung. So, gucken wir mal weiter. Und da haben wir Cold in verschiedensten Versionen. Der guckt aber ein bisschen unbeeindruckt, Jean. Okay. Opa Cold schreit total, würde ich mal sagen. Was macht Jean jetzt? Ah, die Zone kam. Ja, das war so. Jetzt kommt's. Ja, das hat er gar nicht mehr hinbekommen, weil er schon gestorben ist. Ja, armer Cold. Jean gewinnt. Und die Flasche ist kaputt gegangen. Und jetzt altert er auch, ne? Und sofort ist er am Altern. Seht ihr das, Leute? Das war so klar. Ich hab's doch schon geahnt. Okay, hier machen wir ein kleines Megabox-Opening. Und wir sehen schon, der Boxer ist am Start. 720 Juwelen.
Und was gibt's im Shop? Im Shop gibt es, er könnte sich Sandy nehmen für 700 Juwelen, also Gems, oder er kann sich eine Megabox nehmen. Er wird sich aber die Megabox nehmen. Da wird sich die Megabox nehmen. Er kann nicht anders, ne? Und wird das machen? So, da geht er nochmal durch den Kopf, was er so bekommen könnte. Eine Megabox könnte sein, dass er alle möglichen Brawler bekommt. Er könnte Spike bekommen, er könnte Crow bekommen, Leon, Sandy. Aber er kann sich auch für 700 Gems ganz sicher Sandy sichern. Was würdet ihr machen, Leute? Lieber Megaboxen ziehen oder lieber safe, also ganz sicher Sandy ziehen? Schreibt's mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Ich glaube, ich würde auch Megaboxen ziehen, auch wenn es nicht richtig ist. So, gucken wir mal, was er macht. Und er kauft sich die Megaboxen. Es war so klar. Erste Megabox. Barley, 8-Bit, Piper, Colt, Brock. Als ob er so viele zieht. Und die nächste Megabox. Poco, Piper, Bull. Okay, er wird süchtig, Leute. Er wird süchtig. Er verballert alle seine Gems nur für dieses Opening. Und die einzigen, die er nicht geunlockt hat, sind die legendären. Sonst hat er alle frei. Ist unfassbar, Leute. Und er weint schon. Der Arme. Und er hat noch 80. Komm. Und. Und jetzt zieht er ein, Das ist nicht der, den er sehen wollte. Es ist kein legendärer. Und jetzt hat er 0 Gems. Ja. Kollege, das war's dann wohl komplett. Und jetzt kommt er auf falsche Ideen. Jetzt verkauft er schon sein Skateboard dafür. Und 1500 Gems sind gesichert. Und Poco hat er nochmal freigeschaltet. Warum denn nochmal? Und nochmal die gleichen. Und schon wieder 0. Und wieder keinen legendären. Leute, da kann man wirklich schnell verrückt werden, oder? Okay, Fußball verkauft er, seinen Zaun verkauft er auch. Und hat 3200 Gems. Das haben wir uns sogar schon letztes Mal angeschaut, das Video hier. Eine Ewigkeit später. Und jetzt hat er endlich einen, Und kein Akku mehr. Ja, moin. Der Arme. Ja. Und jetzt wacht er auf, und er, ja, der merkt dann aber relativ schnell, dass er, trotzdem draußen schlafen muss und kein Haus mehr hat. Ja, moin. Ich bin jetzt mal gespannt, also, das soll so eine Art Love Story werden zwischen Colt und Shelly in diesem Video. Und da sehen wir schon, Colt ist wirklich verliebt in Shelly. Und der Boxer kommt mit seinen Muskeln an. Oh Gott, das gefällt Colt aber gar nicht, ne? Jetzt kommt's. Spike und die... Oh Gott. Okay, er hat die Haare geklappt. Lol, einfach eine Rose gezaubert. Und Shelly freut sich ebenfalls. Oh, jetzt kommt der Boxer. Der Boxer lässt das nicht mit sich machen. Und hat noch mehr Rosen. Oh, weia. Shelly ist aber angewidert. Okay, Shelly fällt nicht drauf rein. Das bin ich... Bling, bling. Und der Boxer hat den Colt weggeschmissen, denke ich mal. Oh mein Gott! Hat der Shelly... Lol! Der Boxer wird aggressiv! Was macht der denn? Oh! Ich glaube, Colt hat zugeschlagen. Colt hat anscheinend zugeschlagen. Oh, und. The show must go on. Oh, der Boxer wieder im Busch. Adios, Mundo Cruel. Und Shelly, bam, Shelly haut ihn weg. Oh, jetzt Colt und Shelly sind verliebt, sie sind in love. Ja, ein Happy End. Und die Blume fliegt irgendwo weg. Wieder auf den Kopf. Ja, kann man mal machen, würde ich sagen, ne? Das hier wird so eine epische Showdown-Animation, da bin ich ja mal gespannt. Tick! Alter! Was hat er da gemacht? Tick! Tick hat einfach die Zunge ausgestreckt und Crow ist draufgerannt. So, jetzt checkt er erstmal die Kiste ab, muss die kaputt machen. Und Daryl hockt im Busch. Ei. Aber er stolpert über die Mine! Was geht hier ab? Alter! Okay. Und Bibi ist aber auch im Busch. Alter, was geht mit Bibi ab? Die ist ja komplett durcheinander, würde ich sagen. So, Daryl wieder im Busch. Und wir haben hier nochmal Frank.
Frank mit seinem Hammer. Ah, er will teamen, er will teamen. Beide im Busch, ich glaube, die sind beide im Busch. Oh, der prankt ihn. Glex Crow oder so? Was geht mit Crow ab? Crow? Was geht hier ab? Lol, Leon! Lol, er hat einfach gesagt, oh Kurwa, das ist polnisch und das heißt sowas wie, ach du Scheiße. Oh mein Gott, Leute. So. Und Frank hat Leon volle Kanne zerstört. So, Crow ist weggesprungen, aber fast in die Zone rein. Bibi ist immer noch komplett durch den Wind und haut sich selbst kaputt. Und da ist ein Shake. Oh, weia. Alle wollen einen Shake haben. I always get my mark. Bin ziemlich gespannt. Wer bekommt einen Shake? Bibi! Oh mein Gott, Bibi. Und haut alle weg. Wirklich alle. Und Bibi gewinnt natürlich. Und gönnt sich den Shake. Wie soll es auch sonst sein? Leute, wir schauen uns Brawl Stars in COD an, also Call of Duty, so eine Art, Battle Royale-Modus, könnte man sagen, wie die aus dem Flugzeug springen und so. So cool gemacht. Spike ist schon am Schlafen im Flugzeug. Mr. P, gib ihm eine Schelle, wach auf, Kollege, ne? Und jetzt sagt er, ach, komm mit, ne? So, die sind zu zweit offensichtlich unterwegs und springen jetzt raus. Spike, ich geh nicht raus! Er haut ihn einfach raus. Bam, ja. Der Fallschirm wird erst gezogen, als er schon durch die Decke gekracht ist. So, was machen die jetzt hier? Die laufen durch die Gegend. Alter, die werden gesniped. Wer sniped denn hier? Wer ist das? America's Sniper. Oh. No. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wird Spike was raffen? Diese Musik. Wie geil ist das denn gemacht? Wirklich. Okay, Mr. P. Diese Durchsagen durch das Walkie-Talkie, ne? Okay, Mr. P. Ach, der schießt eine Rakete. Das war so eine Drohne. Okay, eine Drohne. Und jetzt checken die, das sind ein paar Leute auf der Map. Oh, war ja. Vier Leute um die herum. Sorry, Mr. P. ist schon. Wahrscheinlich Mr. P. Spike ist schon weg. Lol. Hat Mr. P. überlebt? Als ob die sich alle selbst zerstört. Ach, das war der Sniper. Das war Genie. Oh mein Gott. Es geht weiter, die fahren irgendwo hin. Mr. P ist mit dem Auto weggefahren. Jungs, kommt drauf. Und? Ach, der will. Er wartet wahrscheinlich einen Drop. Oder? Spike? Was war. Hä? Nee. Jetzt bin ich. Warte mal. Lol. Hä? Lol, die haben Genie einfach mit dem Auto überfahren. Oh, ich bin mir jetzt gerade unsicher. Nennt man es Genie oder Genie? Ich bin komplett lost gerade, Leute. Einige sagen Genie, einige sagen Genie. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, Leute, ich würde sagen, das wäre es gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, diese Animation, lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, wann ihr das Video schaut. Und abonniert meinen Kanal, was das Zeug hält, damit wir auch die 800.000 Abonnenten knacken. Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.